Nach insgesamt einer Woche trefft ihr in Talf wieder zusammen. Wir schreiben mittlerweile den 9.04.1028 nach Bosbarans Fall. Es ist weiterhin empfindlich kalt. Der Wind schneidet unter die Kleidung und macht das Vorankommen weiterhin schwer. Während Boltax und Sulamin bereits in Talf warten konnten, mussten die anderen Gruppenteile lange Wege in Kauf nehmen. Iseron kann als erstes durchgefroren und mit Eis in den Haaren Talf erreichen und bei einem Met in der Taverne sitzen und sich aufwärmen. Im Laufe des Tages müsste dann auch Raphim mit Abelmir wieder auftauchen. Wann dies passiert, wissen nur die Götter. Firon ist dieser Tage stark und zehrt mit seiner Kälte an euren Kräften. Und so beginnen wir an einem verklebten Tisch, mitten in Talf in der Taverne des Kurgar-Königs. Das ist ein furchtbares Wetterchen da draußen, das sage ich euch. Oh, Isarun, kommt herein, wir haben Met. Sehr gut, ist der heiß? Ja, wir haben Aber wunderbar. extra noch ein bisschen aufgewärmt. Ah. Bin ich froh, dass ihr wieder da seid. Aber wo habt ihr Jalan gelassen? Ist etwas passiert? Nun ja, nicht direkt passiert, nein. Er wollte noch ein wenig bei Albuin von Bregesaum verbringen und sich weiter inspirieren lassen. Aha. Das sieht ihm ähnlich. Naja, gut. An der Seite von Iserun könnt ihr eine gebundene junge Dame erkennen. Ist ziemlich klein gewachsen, zwergenwüchsig, etwas verkrüppelt, ihr Rücken ist schief und krumm. Wer ist denn das? Quasi ein Geschenk von Albuin, eine angebliche Hexe. Verzeiht, Guteste, dass ich euch so lassen musste. Wir nehmen euch nun die Fesseln ab. Ja, wir haben auch eine Hexe gefangen. Wirklich? Also, Ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Zweifel, dass das hier eine wirkliche Hexe ist. Ich würde allerdings gern unter Zeugen den entsprechenden Spruch sprechen. Natürlich, natürlich. Wollt ihr euch dann gleich auch unsere Hexe angucken? Also, die ist wirklich eine Hexe. Wenn sie wirklich eine Hexe ist, dann muss ich sie wohl kaum untersuchen, aber kennenlernen würde ich sie trotzdem gerne. Ja, sie hat Sulamin verzaubert und naja, gegen ihren Willen. Und dann hat sie uns Ah. wieder angegriffen, als ich sie hierher gebracht habe. Ja. Ja, also ich muss wirklich sagen, das war nicht der Plan. Wir hatten die Absicht, mit der Dame zu reden, aber nun ja. Sie zog es vor, uns ihren Willen aufzuzwingen. Und da das bei Boltax glücklicherweise nicht geklappt hat, nun haben wir jetzt ungeplanterweise auch eine Hexe gefangen. Nun, ihr Name ist Kunhuta. Ein ungewöhnlicher Name. Hallo Kunhuta, es freut mich, euch kennenzulernen. Falls ihr keine Hexe seid und uns keinen Ärger machen wollt, dann entschuldige ich mich für ja, alle Unannehmlichkeiten. Das ist gut, das ist gut. Wiederum, ist sie eine Hexe? Nun. Lasst uns das einmal herausfinden. Isarun macht sich dann bereit, den Zauber zu sprechen, einen Odem Arcanum, einfach um ein magisches Potenzial zu erkennen, und spricht dann die Worte Te Videas. Selbst nicht magisch begabt. Farblos. Sehr schön, sehr schön. Ich gebe fürs Protokoll zu notieren, es herrscht keine magische Begabung bei dieser Person vor. Ja, Abel, mir ist aber nicht hier. Der schreibt solche Sachen doch immer auf. Ich denke, Egal. als Beglaubigung werden wir auch ihn können. Allerdings, ich muss sagen, mich wundert es, dass ihr keine Magie bei ihr feststellen könnt, denn man mag von Albuin halten, was man will, aber ich hätte eigentlich schon erwartet, dass er in der Lage ist, vielleicht nicht eine Hexe zu erkennen, aber doch festzustellen, ob jemand Magie in sich trägt. Sie haben mich gefoltert. Ich habe dran gestanden, aber eigentlich kann ich nicht zaubern. Ich bin eine Kräuterfrau. Das steht außer Frage. Es tut mir leid, dass ihr so behandelt wurdet. Wir
Wenn ihr erlaubt, würde ich euch gerne nach Gareth bringen, denn wenn ihr hier in der Gegend bleibt, befürchte ich, dass der gleiche Mann euch wieder festsetzen wird. Ich begleite euch gerne in die Hauptstadt, aber in Gareth war ich noch nie. Gut, dann machen wir das wohl so. Ihr habt gesagt, ihr seid eine Kräuterfrau, nicht wahr? Ach. Wir könnten doch jemanden gebrauchen, der sich an unserer Villa um unseren Garten kümmert, nicht wahr? Eine hervorragende Idee, ja. Mhm. Ich wollte ohnehin einen großen Kräutergarten anpflanzen. Leider war mir dazu nie die Zeit geblieben. Das kann ich wohl tun. Mhm. Und ihr verachten mich, dass ich krumm gewachsen bin. Ach, das ist doch nicht schlimm. Ach. Vor allem ist das nicht eure Schuld. Nun, die Herrin Perreine hat euch offensichtlich mit einem grünen Daumen gesegnet. Und der Herrin Perreine ist es egal, wie ihr gewachsen seid. Ah, so, jetzt trinkt erstmal einen heißen Met. Ihr seht ja ganz durchfroren aus. Ja, da sagt ihr was. Wir haben versucht, ein wenig die Lücken zwischen den Brettern zu stopfen, dass es hier nicht mehr gar so sehr zieht. Aber ich bin froh, dass ihr endlich eingetroffen seid. Hoffentlich kommen auch Rafim und Abel mir bald, damit wir endlich hier weg können. Es ist wirklich nicht sehr gastlich hier. Wir werden sehen müssen. Gornelch müsste auch noch hier irgendwo sein. War ja ganz aus dem Häuschen, als er vor 3 Tagen wiedergekommen ist. Wiedergekommen? War er fort? Ja, wir hatten ihn in diesem Hexendorf zurückgelassen. Ihr müsst wissen, ich habe die Hexe, haha, schlau wie ich bin, durch die Erde hindurch mitgenommen. Und Sulamin auch. So haben wir sie ihrem Heiligtum entzogen. Das war ein Meisterstreich. Ja, ich glaube, das müsst ihr dazu sagen. Wir sollten vielleicht besser von vorne anfangen. Es ist schade, dass ihr Yalan nicht dabei habt, denn ich hatte wirklich noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Denn ihr wart doch in diesem Dorf, nicht wahr? Das hattet ihr erzählt. Ja. Und offensichtlich ist ihm entgangen, dass dieses Dorf in Form des Zeichens der Satuaria erbaut wurde. Das Zeichen der Satuaria? Das müsste ich jetzt aber auch schwer überlegen, wie das ginge. Ja, aber das ganze Dorf war ein einziges Heiligtum und nun ja. Wir sind da mehr oder weniger unvorbereitet hineingegangen. Deswegen konntet ihr auch bezaubert werden. Ja, vor allem klang deswegen der Zauber nicht einfach wieder ab. Normalerweise kann man bei Einschluss- oder Herrschaftsmagie ja immer positiv davon ausgehen, dass der Zauber irgendwann endet. Aber in dieser Umgebung gelang es dieser Hexe offenbar, den Zauber nicht nur über mich, sondern über die ganzen Dorfbewohner weit über das gewöhnliche Maß hinaus aufrechtzuerhalten. Außerdem schien ihr es irgendwie möglich gewesen sein, sich vor all dem Unheil zu verbergen in diesem Heiligtum. Weder den Blick des Drachen noch alles Dämonische fürchtete sie. Es war eine blühende Landschaft. Das war schon sehr außergewöhnlich. Deshalb hätte ich sie gerne auf unserer Seite gewusst, denn mit solcher Macht hätte man vielleicht auch unsere Streitkraft vor dem Drachen verbergen können. Wäre sehr hilfreich gewesen. Das ist allerdings ein interessantes magisches Phänomen, das ihr beschreibt. Habt ihr selber Magie gewirkt außerhalb der Reise durch die Erde? Ich? Ja? Nein. Ich habe versucht, ihr gut zuzureden. Ich dachte, meine silberne Zunge könnte vielleicht etwas bei ihr bewegen, aber offensichtlich war das nicht der Fall. War doch sehr verschlossen. Sie wollte nicht aus ihrem Dorf heraus. Und sie hat sich nicht für die Belange aller anderen interessiert. Letztlich war sie doch sehr selbstsüchtig. Es hätte eigentlich ein schöner Ort sein können. Aber wenn sie nicht die anderen Leute unter ihren Willen gezwungen hätte. Ja, in der Tat. Der ja permanent unter ihren Willen gezwungen hätte. Hin und wieder ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, ihnen einmal eine grobe Richtung vorzugeben, dass sie sich nicht gleich die Köpfe einschlagen. Aber man muss ihnen ja nicht den kompletten Willen nehmen oder sie gar für immer dazu zwingen. Das geht überhaupt nicht. Das habe ich ihr auch so gesagt. Und ja, das ist natürlich auch ein Verbrechen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und einen Zwerg zu verzaubern schon mal gar nicht. Also das geht ja wohl wirklich zu weit.
Wisst ihr, Boltax, meine Freunde von der Schwarzen Gilde rechtfertigen es immer so, indem sie sagen, dass die meisten Menschen ohnehin nicht wüssten, was sie wollten. Und jemanden bräuchten, der es ihnen sagt. Nun, aber dafür haben wir doch die Geweihten. Oh, ich würde mir nicht anmaßen, den Leuten vorzuschreiben, was sie tun wollen oder was sie wünschen sollten. Ja. Nein, aber ihr gebt uns doch Anleitung. Und danach, sicher, der freie Wille muss soweit gegeben sein. Wie gut, dass in mir irgendwie beides vorhanden ist. Also sowohl die Möglichkeit, Magie zu wirken, als auch, dass ich ein Priester der Herrin Sumo bin. So gesehen bin ich das Beste aus beiden Welten. Das seid ihr wahrlich. Nun, zeig mir doch einmal diese Hexe. Sehr gerne. Ich denke, wir nehmen sie mit nach Gareth, wo man sich um sie kümmern wird. Ja, ihr solltet sie euch wirklich ansehen, denn wisst ihr, wir mussten improvisieren. Also wir denken, dass sie so nicht zaubern kann. Boltax kennt sich da ja schließlich auch aus, aber nun, ihr seid ein Pfeil des Lichtes. Ich denke, ihr könnt das besser beurteilen. Wir, also Zulamin steht auf und geht zu einer Tür, war vielleicht mal die Speisekammer oder so. Also es ist auf jeden Fall ein kleiner dunkler Raum dahinter. Und öffnet sie, sodass Isarun dort eine gefesselte Frau sehen kann. Wisst ihr, wir haben sie in Ermangelung besserer Alternativen mit Hufeisen behängt. Denkt ihr, das reicht? Naja, wir haben auch ein, zwei Nägel genommen. Und naja, verhüttetes Metall ist verhüttetes Metall, nicht wahr? Ja, das stimmt wohl. Zumindest die Regeneration sollte eingeschränkt werden. Ja, also du siehst, dass die Hexe, sie ist wahrscheinlich immer noch ziemlich schön, um den Nacken so große Kaltbluthufeisen hat und um die Arme sind so kleinere Ponyhufeisen gehängt, wie eine sehr merkwürdige Art von Schmuck. Darf ich vorstellen, Alariel Nachtschimmer. Hexe von Liebmanns Hus. So. Nun, das sieht doch nach einer ganz ordentlichen improvisierten Fesselung aus. Macht oder geht sicher, dass der Knebel immer in ihrem Mund ist, damit sie nicht fluchen kann. Und ich glaube, fürs normale Zaubern, ich weiß nicht mal, ob Hexen dafür sprechen müssen. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihre Hände immer gut gefesselt sind, sodass sie auch mit den Fingern keine Gesten machen kann. Nando zum Gruße! Was für eine Vierung, wie viel Kälte da draußen. Abelmir. Abelmir, wie schön, euch wiederzusehen. Meine Fresse, Jungs, könnt ihr jetzt endlich mal das Maul halten? Ja, ich hab's ja verstanden. So soll's das sein. Ich geh mal an. Oh, es ist ja warm hier drin. Abelmir, hast du schon ein Feuer gemacht? Haben wir noch ein paar Fässer mit hier? Eins ist noch übrig und es tut mir leid. Eins? Ja, aber ich habe ein bisschen viel getrunken. Das war so lecker. Lebt ihr alle noch? Das ist schön. Ja, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Ich würde die Taverne sehr voll und nach marschieren um die 30 Trollsacke hinein. Aber draußen könnt ihr sie hören, wenn sie dort wüten, vor allem nebenan, wo die die Metmacherei ist. Auch wenn es mittlerweile kein Betrieb mehr ist, aber... Das Dorf ist mittlerweile sehr, sehr laut. Wie gesagt, Nandos zum Gruße. Ehr dich wieder unter zivilisierten Menschen. Oh, aber ihr müsst etwas aufschreiben. Isarun hat etwas zu Protokoll gegeben, dass die Frau da hinten keine Hexe ist. Dürfte ich mich erstmal etwas an das Feuer setzen? Es ist sehr kalt draußen. Ach so, ja, natürlich. Ja, ich setze wieder ans Feuer. Gibt es hier auch Wein? Nicht Wein? Naja, na gut. Nun, berichtet. Ich hole mal ein Stück Papier raus und lausch aufmerksam, guck aufmerksam Boltax an. Naja, die Frau, die Albuin und also Isarun mitgegeben hat, ist keine Hexe, sondern nur eine Kräuterkundige. Wie wäre es, wenn ihr von Anfang an startet? War ja nicht dabei. Ach je.
Dann wir waren auf dem Hof des Albuin von Bregelsaum. Dieser hatte einige Gefangene, unter anderem diese Dame dort drüben. Ihr seht sie kaum hinter dem Trollzacker, sie ist relativ klein. Sie ist von Pirane gesegnet und eine Kräuterfrau mit einem grünen Daumen. Was der Herr Albuin von Bregelsaum für eine Hexe hielt und sie deswegen einsperrte und folterte. Verstehe. Ihr habt sie überprüft? Ich habe sie überprüft und keinerlei magische Begabung feststellen können. Hingesetzt hast, kannst du vor dir auf dem Tisch erkennen, wie da wohl was ausgebreitet ist, ein ledernes Tuch und darauf liegen, aufgereiht, einige Tränke, ein Lippenstift und mehrere Äpfel. Gehörst du der Hexe? Ich esse nicht fremde Leute, sieh Sache weg. Isarun, gehörst du der Hexe? Oder nein, sie war keine Hexe. Boah, das ist von der richtigen Hexe, die wir festgesetzt haben. Das hat unser guter Freund Gornach mitgebracht. Aber du hast doch gesagt, sie ist keine Hexe. Nein, aber die da vorne sitzt, die mit dem Eisen umhängt ist. Die gefesselte Frau, die Isarun mitgebracht hat, ist keine Hexe. Aber die gefesselte Frau, die Boltax und ich mitgebracht haben, ist schon eine Hexe und eine sehr gefährliche noch dazu. Fürs Protokoll, wie lauten die Namen der betroffenen Damen? Die Kräuterfrau heißt Kunhuta. Und notiert. Die Hexe heißt Alariel Nachtschimmer. Notiert. Sehr schön. Hey, du da, geh mal aus dem Weg, ich will mir die Hexe anschauen. Ich würde irgendwie zur Seite stoßen. Also das ist jetzt die richtige Hexe. Ja, das ist die richtige Hexe. Sie konnte mich nur nicht überwältigen, weil ich an die Armbrust gedacht habe. Sehr gut. Mhm. Was machen wir mit der richtigen Hexe, Isarun? Wir nehmen sie mit Nagareth, wo sie verurteilt wird. Ein ordentlicher Prozess wird ihr gemacht. Ah. Muss ich die tragen? Sie kann wohl selber laufen. Und wenn wir es eilig haben, haben wir aktuell noch ein überzähliges Pferd. Oder wir könnten einen Schlitten bauen, also wenn es weiter so schneit. Egal. Aber apropos Armbrust, Boltax. Ich wollte euch da noch etwas fragen. Sehr gerne. Ich habe in den letzten Tagen ein wenig nachgedacht nach dieser, nun ja, unerfreulichen Geschichte. Diese Techniken, die ihr Rafim beigebracht hat und die er an die Trollzacker weitergeben wollte, ist das etwas, was ein generell widerstandsfähiger gegen ein Herrschaftsmagie macht? Oder ist das eine Technik, bei der man sich besonders konzentriert oder so? Genau. Also, man konzentriert sich sehr darauf, wenn man weiß, man steht vor einem gefährlichen Gegner, eventuell einer, weiß nicht, Hexe, die dafür bekannt ist, dass sie Leute um den Finger wickelt, dann konzentriert man sich auf etwas, das einem, naja, sehr klar vor Augen ist. Wir haben einfach einmal der Einfachheit halber die Armbrust genommen. Die ist ein sehr probates Mittel, das bei uns Zwergen sehr häufig verwendet wird, wenn wir uns dieser Übung hingeben. Und ja, man fokussiert seinen Geist nur auf dieses eine Objekt, umgeht es, schaut es sich von allen Perspektiven an, sodass gegnerischen Zauber, Einfluss, Herrschaft, alles, was ein Geist umschmeicheln möchte, ihn brechen möchte, ihn beeinflussen möchte, ihn beherrschen möchte, dass dies alles an der eisernen Wand abprallt, die ihr mit Hilfe der Armbrust errichtet. Naja. Ah, ihr nehmt die Armbrust dafür. Ich verstehe. Genau. Wir benutzen das Standbild der gefesselten Raja im Tempel zu Fasar. Aber ich denke, ich sollte vielleicht noch ein wenig an mir arbeiten. Offensichtlich war ich dieser Hexe nicht gewachsen. Und wenn ihr sagt, es ist nur, wenn man sich konzentriert, das klingt gut. Wisst ihr, ich möchte mich nicht aus Angst generell gegen jeden Zauber und Einfluss abschotten. Denn ich hatte auch schon sehr positive Erlebnisse mit Magie. Auch Einflussmagie insofern. Natürlich, natürlich. Ich kann euch das gerne beibringen. Ich habe es schon mal vielen beigebracht. Und ich denke, ich bin ein ganz probater Lehrer. Wie gesagt, wenn ihr lieber das Bild einer gefesselten Frau vor euch haben möchtet, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich denke, das wird aufs Gleiche hinauslaufen. Wo
Boltax, ich dachte, wir sagen das mit der Armbrust, weil das so kompliziert ist, dass das dann der dir in den Kopf zaubert, das auch nicht versteht. Ja, aber das muss ja jetzt nicht jeder wissen. Ah, okay. In die tieferen Mysterien werde ich sie dann noch einführen. Ah, weil ich verstehe das immer noch nicht. So, das Protokoll ist fertig. Wenn ihr hier und hier unterschreiben würdet... Aber mir, jetzt habt ihr das mit der Armbrust hier aufgeschrieben. Nein, streich natürlich das. Nicht, habe ich das nicht aufgeschrieben. So ein Narrteil schreibe ich doch nicht auf. Ja, aber mir, das ist sehr wichtig. Eine kleine Zeichnung einer Armbrust gemalt. Schaut mal in der Ecke. Hier, das heißt bei diesen drei Punkten. Isarun und ihr Boltax als Zeuge. Ja. Natürlich. So, bitteschön. Boltax. Sehr schön. Noch ein wenig Staub drüber. So, gut. Ich rolle es zusammen und... So, der Förmlichkeit genug. Was war... Ach, sorry. Das ist Abelmir. Ich glaube, er meint dich. So brüllen die immer nach Abelmir, wenn er wieder was falsch gemacht hat. Oder sich gefangen nehmen hat lassen oder sonst irgendwas. Ja. Abelmir, gib mir das Protokoll, bevor es noch Schaden nimmt durch diese Wille. Dann sehen wir, wie Cornach in die Tür reinstürmt und sich mit seinem Haupt total verwildert reinlehnt. Schochsuli, alle rauskommen! Was? End! Das klingt nicht gut. Zulamin steht auf. Wer bleibt bei der Hexe? Einer muss hier bleiben. Ich bleib bei der Hexe. Ich bleib bei der Hexe. Guckt ihr euch im brennenden Himmel an. Gut. Danke. Na gut, dann hier raus jetzt. Wenn ihr nach draußen kommt, könnt ihr erkennen, wie neben euch die ein oder anderen winterlichen Büsche und Bäume in einem fahlen Feuer brennen und die Sonne sich rot gefärbt. Er brennt! Geht alle ins nächste Leben! Ich kann euch noch quälen, bevor es zu spät ist. Ich würde gerne Odin Sichtbereich wirken. Kann ich mal auf Sternkunde würfeln, um zu gucken, ob das irgendein mir bekanntes Himmelsphänomen ist? Kannst du auch machen. Du sitzt immer noch drin, hast dich vor allem dann zu der Hexe gesellt, um auf sie aufzupassen, starrst sie mit einem finsteren Blick an und sie finster zurück. Immer noch vor dir der kleine Becher mit Met, und wenn du nochmal reinguckst, kannst du sehen, dass er sich verfärbt hat. Schwarz und zäh. Ich gieß das mal aus. Ich hasse Hexen. Also, jetzt nicht unbedingt euch, weil euch kenne ich ja nicht, aber ihr macht immer nur Scheiße. Wenn ich das so sagen darf. Isarun wird sich schon um dich kümmern. Ich... Entspann mich jetzt. Die werden sich drum kümmern. Achso, ich hätte Erschwernis für den Odem eintragen müssen, aber hätte ich so oder so geschafft. Das ist dämonisches Werk. Das ist... Es kommt von Borons Gegenspielerin. Das Sternbild des Raben gespiegelt. Zu machen. An die Armbrust denken! Alle an die Armbrust denken! Bewahrt Ruhe. Ihr wisst doch, Ruhe ist die erste Pflicht in der Schlacht. Ich werfe meinen Eisern. Wie der Trollpister ebenso nach oben starrt und sich sorgsam umblickt. Tatsächlich könnt ihr jetzt auch in seinen Augen sowas erkennen, wenn Graulheim sowas wie Panik. Und dann könnt ihr etwas sehr Vertrautes wahrnehmen. Zumindest diejenigen, die das erste Mal schon in den Krieg der 35 Tage gezogen sind. Ich habe gesagt, ich werfe meinen eisernen Willen an. Nach Asche auf eurer Zunge. Was geht hier vor? Vielleicht sollten wir die Trollzacker nach drin schaffen, in die Scheune. Es wird nicht schaden. Sie haben ja ohnehin ein bisschen Angst hier draußen. Was sie nicht sehen, kann ihnen weniger Angst machen. Sagt Boltax, habt ihr noch ein wenig von diesem Fass übrig? Ja, natürlich. Das letzte Fass steht noch da hinten. Dann gebt es ihnen und sagt ihnen, sie sollen sich in die Mietbrennerei zurückziehen. Stammesfreunde, hört mir zu. Das letzte Fass muss jetzt geleert werden. Alle in die Mietbrennerei.
schauen dich an und drehen sich wie in Zeitlupe in die Richtung. Dann könnt ihr spüren, dass ihr schwerer werdet. Als ob ihr von unbekannten Kräften nach unten gezogen werdet. Sumo euch einfach. Na, wenn das so ist, lasse ich es geschehen. Wenn das das Gefühl ist, was ich ohnehin schon kenne. Es ist einfach nur alles schwerer. Protax, was passiert hier? Spürt ihr Sumos Griff? Ja, das ist nicht normal. Oh. Das erinnert mich irgendwie. Oh. Oh nein. Erinnert ihr euch noch auf diesem Hof? Kurz nachdem wir Gareth verlassen hatten, als ich das erste Mal zu euch gestoßen bin. Was war da? Oh. Ja. Ein Albtraum. Ein, nun ja, kein gewöhnlicher. Das mit einem Haufen Trollzocker, das geht nicht gut. Nun, vor allem, wenn wir jetzt schon mittendrin sind. Ah, verdammt. Als du gibst dem Gefühl nach, sieht, ob du in die Erde sinkst, aber dann fällst du in ein Loch. Ein endloses, tiefes Loch und bist in eine Unendlichkeit. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, dass das hier alles nur ein Traum ist und dass mir nichts geschehen wird und dass alles gut ist. Was anderes kann ich eh nicht machen. Also ich versuche ruhig zu bleiben und mich an meine Armbrust zu klammern im Geiste. Zulamin breitet die Arme aus, wie um die Gruppe irgendwie zusammenzuhalten. Ist Boltax weg so für uns oder ist er noch da, körperlich? Wie er direkt neben dir steht, aber plötzlich wird die Entfernung, je mehr du hinguckst, größer und größer, als ob du dich entfernst, aber du stehst immer noch auf der gleichen Stelle. Boltax auch. In einem langen, langen Korridor. Dann rufe ich wie gegen einen Sturmwind an. Habt keine Furcht. Die Götter sind auf unserer Seite. Und ich würde einen Harmoniesegen auf die Gruppe sprechen. Also falls es dafür noch nicht zu spät ist. Eiserne Villa an. Gut, Bedingungen. Es fühlt sich an wie eine Notlage. -3. Dann es ist nicht geweihter Boden, aber es ist vermutlich dämonisch verzerrt, oder? Das ist zurzeit schon. Um wie viel? Es kann bis zu +7 geben. Dann, wie sieht es mit meiner Harmonie mit dem Weltgeschehen aus? -2 bis +7. Dann, weiter kommt nichts dazu, soweit ich das sehe. Es ist eine Grad 1 Liturgie, aber ich stufe sie auf. Damit haben wir Grad 2. Noch das spürt ihr den Geschmack von Asche auf der Zunge. Mittlerweile könnt ihr es auch riechen, ein süßlicher Geruch nach Verwesung und ein nehmendes Gefühl von Sinnlosigkeit, was sich in euch ausbreitet. Zusammen mit einer dröhnenden Stille könnt ihr sehen, wie ein Gewitter aufzieht. Ich habe jetzt noch ein erschwerendes +3.